Hallihallöchen, herzlich willkommen zu Medal of Honor Pacific Assault. Ich habe einmal in meinem Leben Medal of Honor gespielt, das war auf der Nintendo GameCube, glaube ich. Das war so eins, ich weiß nicht, ob das war. Auf jeden Fall konnte man zu zweit spielen und da am Anfang gab es, da war man so, ja, keine Ahnung, so Bootpersonal und dann ist das Boot irgendwie angegriffen worden und alles ist, alle Leute sind dann da drin gestorben, man musste fliehen. Ich weiß nicht, welches Spiel das war, als ich auf jeden Fall zu zweit gespielt, mein Bruder damals, das war einzige Medal of Honor so. Und das gab es jetzt kostenlos bei Origin. Deswegen wollte ich euch das jetzt mal zeigen. Ich habe mir das jetzt einfach mal runtergeladen. Ist von dem Jahre 2004. Ich stelle es ein bisschen leiser mal. Ja, und wir gucken uns das jetzt einfach mal kurz mal an. Neues Spiel erstellen. Ich stelle mal auf Mittel. Medal of Honor ist eigentlich cool. Ist eine Kriegssimulation. Kann man sagen. Ein Third-Person-Shooter auf jeden Fall. Third-Person, Entschuldigung. Nicht Third, First. Joa. Ist auf jeden Fall ein Kriegsspiel. Ein Ballerspiel. Oder wie die Medien es doch immer noch schön sagen. Ein. Was haben die früher mal gesagt? Ein Killerspiel, genau, oder ein Killerspiel. Aber jetzt traut sich das keiner mehr zu sagen. Nicht mal RTL. Joa, wir gucken jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, dafür ist das Format ja da, um all möglichen Spiele zu spielen. Ich habe das jetzt kurzweilig beschlossen, das einfach mal aufzunehmen. Das kommt relativ häufig, das Format. Das liegt aber daran, dass ich jetzt mal so Spiele antesten will, spielen will, alt wie neu. Das ist egal, welches Spiel, ob es mich dann überzeugt oder nicht. Joa. Und zum Anspielen ist das doch eigentlich ganz okay. Die 20 haben wir schon gespielt. 4 habe ich nur auf der Liste. Und es kommen immer andere Spiele dazu. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Eines meiner Lieblingsformate eigentlich. So, Spiel starten. Okay. November, 20. November 1943. Das spielt also im Zweiten Weltkrieg. Kann es sein, dass es das ist, was ich meine? Sehen wir ja gleich, ob es wirklich das Spiel ist, was ich gespielt habe. Es gab von Medal of Honor gibt es ja ultra viele Spiele. Und für das Jahr 2004, muss man sagen, ist es eigentlich schon nicht schlecht. Die Grafik finde ich. Und der Titel habe ich auch angestellt. Ist auf jeden Fall ein alter Klassiker. So haben wir die Neuen genannt. 3 Wochen lang waren sie ausgebildet worden. Viel zu kurz. Nur die wenigsten haben lange überlebt. Es spielt keine Rolle, wie gut deine Ausbildung war oder wie stark du bist. Wenn du zum ersten Mal auf einem Schlachtfeld stehst, ändert sich alles. Aber geil. Ist nur ein weiterer Sandhaufen im Nirgendwo. Aber geil inszeniert auf jeden Fall. Werden hier ihr Leben lassen. Tommy, wir sehen uns am Strand. Ernsthaft? Ich habe die Sims 4 vor ein paar Tagen gekauft, ne? Gehört jetzt zwar nicht zum Thema. Meine Freundin zeigt mir gerade fröhliche Feiertage. Origin. Die Sims 4 kostenlos. Wow, jetzt habe ich 30 Euro umsonst ausgegeben. Solange ich keine 60 bezahlt habe. Da ärgert man sich immer, ne? Aber krass, wie die das machen. Also, da werde ich nochmal. Ich werde dazu nochmal ein Infovideo hochladen, wenn das stimmt. So. Jetzt zocken wir mal ein bisschen Medal of Honor. An das Geschütz! Oh, nice. Schießen sie mit linker. Oh, ach da. Das ist ja geil. Mitten auf hoher See.
Boah. Ich habe nie wirklich Medal of Honor gespielt, aber für den PC. Ey, das ist cool. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein kurzes Video, weil... Das ist ja, kostenlos. Okay, jetzt geht's zu Fuß weiter. Alter, die Steuerung ist ja mal richtig komisch. Ah! Wo ziel ich? Ey, ich schlage auf die rechte Maustaste. Ernsthaft? Oder kann man gar nicht zielen? Das kann natürlich auch sein. Ah, ist aber richtig episch. Wenn wir hier auf See schlachten. Vielleicht spiele ich das mal so für mich selber mal. Wenn ich Bock habe. Wenn mir langweilig ist. Ich habe zwar genug Spiele zum Spielen, aber das macht Spaß. Weiter voran. Weiter voran. Hä, was ist mit dem los? Warum kann ich mich nicht ducken? Unter Wasser kannst du dich nicht ducken. Ach so. Haha. Den möchte ich mir jetzt gerne mal angucken. Ach, der hält sich die Ohren zu. Lol. Alter! Ah! Wer ballert denn hier auf mich? Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, da hängt ja einer. Oh Gott, ich habe nur noch 18 AP. Scheiße. Was ist das denn? Ach, Explosion, Granaten. Wenn ich Tommy, wohin denn? Ihr seid doch Helden. Wie komme ich denn dahin? Hilfe! Scheiße, ich hab's geschafft. Ich brauch ein Medipack. Boah, ist das geil. Ey, das ist aus dem Jahr 2004, Leute. Aber richtig cool. Ich sehe es. Der ist genau neben uns. Aber ich kann doch mit Sicherheit wiederbelebt werden, oder? Ja, aber für damalige Verhältnisse nicht schlecht, oder? Ja, ja, die können mich wiederbeleben. Die können mich wiederbeleben. Helft mir! Helft mir bitte! Hallo, ich bin doch hier. Made, Wurm, Drecksack. Das sind nur einige der Namen, die mir mein Drill-Instructor im Sommer 1941 verpasst hat. Vorher war mein größtes Problem, dass die Eier beim Ausliefern nicht zerbrechen. Heute muss ich mich vor durchgeknallten Japanern in Acht nehmen. Ich weiß noch, wie ich damals vor dem Rekrutierungsoffizier stand. Er würdigte mich keines Blickes und sagte, wir sind Marines, Sohn. Das ist doch bescheuert hier. Dann saß ich auch schon im Zug nach San Diego. Auf dem Weg ins Ausbildungslager. Come on. Hey, darf ich das Spiel mal von vorne jetzt spielen? Oder sind wir jetzt... Nee, 2 Jahre zuvor. Hey, war das denn... Ich bin jetzt gestorben. Ja, okay, 2 Jahre. Ja, 1941. Okay.
War das jetzt das Ziel, dass ich jetzt da drüben hingehe und dann da krepiere? Alles klar. Hoch die Hände. Haha, alle am Schlafen. Haben Sie mich verstanden? Das war richtig cool. Das Feeling ist richtig cool. Am Anfang war Gott und die Dunkelheit. Also schuf Gott Himmel und Erde. Und er teilte die Erde in Land und Meer. Und bevölkerte beides mit Lebewesen. Und Gott nannte die dunklen, schleimigen Kreaturen der Meere Matrosen und gab ihnen passende Kleider. Die fliegenden Kreaturen des Himmels nannte er Piloten und kleidete sie in lächerliche Uniformen. Die niederen Kreaturen an Land nannte Gott Soldaten. Heute und gab zeigen, ihnen zu kurze Hosen und zu lange Arme. Und Hosen ja, haha, wie geil, er redet einfach zweimal. Und ich sage, vielleicht. Ich habe das jetzt einfach mal übersprungen, weil wir machen ja kein Let's Play dazu. Ey, wir sind auf einem Training-Arsenal. In einem Kaserngebiet. Ich hier als Soldat mit ganz vielen anderen. Hindernisparcours! Wie nice. Machen wir jetzt alle einen Hindernisparcours? Ellbogen will ich nicht sehen. Macht ihn stolz, Jungs. Bleibt zusammen. Ey, das ist ja geil. Alle zusammen jetzt hier, ne? Oder? Ich muss denen jetzt folgen, ne? Wie cool ist das einfach nur? Wie bei der Armee. Haha, wie geil. Ich hinter den ganzen Leuten hier. Alle in einer Reihe. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Ach, hier kannst du zielen. Seitlich, links mit... Was? Alle rennen jetzt hier zum Parcours. Oder ist das schon der Hindernisparcours? Nee, da kommt er. Das ist ja cool. Alle über die Mauer. Ja, okay. Kommt keiner mehr. Den möchte ich eben nochmal machen, den Hindernisparcours. Kommt schon, Jungs, das können wir doch viel besser. Ja, so war das damals früher. Los geht's! Haha, egal. Jetzt kommen sie alle mit rüber. Jetzt hier durch. Das ist cool. Das hier ist unsere private kleine Schlammgrube. Stellt euch vor, es ist euer Sumpf. Vorwärts. Und jetzt will ich euch kriechen sehen, verstanden? Wie die sich so hinschmeißen. Ha, die ballern. Und wir kriechen unter durch. Das ist richtig cool. Und aufstehen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Auf die Leitern mit euch. Und Leiter hoch. Oh, das backt ein bisschen. Und runter. Ja, einfach mal runterspringen. Und nu? Und nu schießen oder was? Die Dummies abknallen. Guck mal, du kannst auch gehen. Ach nee, balancieren. Ja, ich renne einfach mal. So, jetzt lernt ihr das Gewehr einzusetzen, das ihr so liebt. Schlagen. Ha, guck mal, wir können nicht schlagen. Er sitzt da in seinem Jeep. Sergeant, tut mir leid, ich
keine Ausflüchte! Bekämpfen Sie den Feind weiterhin mit allen Mitteln! Was glotzt ihr so blöd? Wäre der Rest von euch auch nur halb so stark wie Minoso, wäre ich ein glücklicher Mann! Der ist ja frech, was hat richtiges Feeling. Hey, hätte nicht gedacht, dass ihr das schafft. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr mit dem scharfen Ende eurer Waffe drauf habt. Schwingt eure Hintern auf den Wagen und auf geht's zum Schießstand. Na los! Jetzt müssen wir alle bei ihm aufsteigen, oder was? Nee, ach, in dem Wagen. In dem riesen LKW. Was für ein Schleifer. Wem sagst du das? Halt die Klappe. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Gehen wir. Ja, auf in den LKW, wa? Wo darf ich rein? Ach, ich würde davon gar nicht selber reingehen. Missionsziel erreicht. Das war's erstmal, würde ich mal sagen. So als Einleitung. Wir haben eine Mission gespielt, wir haben das Tutorial gemacht. Ist eigentlich voll cool gewesen. Ja, Leute, gut. Ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Das war Medal of Honor Pacific Assault. Cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.